Willkommen zu einem neuen Video bei Sapiens Parabellum. Dieses Mal geht es um AR-15 Gewehre, allerdings in einem speziellen Kaliber und zwar 9mm. Das Ganze ist jetzt hier von Oberlin Arms die OA in 9mm und man hat die genau gleiche Bedienung wie bei einem herkömmlichen AR-15. Das heißt, ich muss mir jetzt nicht umtrainieren. Ich habe hier meinen Magazinauslöseknopf, dann den Verschlussfanghebel und auch meine Sicherung komplett identisch wie beim großen Bruder N223. Und durch das, dass ich hier ein 9mm Magazin habe, kann ich diese Waffe auch auf Pistolenschießständen verwenden. Und beim IPSC-Schießen zum Beispiel gibt es auch eine eigene Klasse dafür. Waffe hat hier einen 10,5 Zoll Lauf mit einem serienmäßig verbauten Kompensator. Gewinde ist M15x1 und vom Aufbau, von der Modularität genau identisch. Und das Tolle ist, ich habe hier einen Lower Receiver vom Gehäuse einer 223er Waffe mit einem Einsatz für 9mm. Das Ganze ist nämlich kein Designated Lower, wo der Lower Receiver jetzt vom Gehäuse auch verkürzt ist. Es ist nämlich ein 223er Lower mit diesem Einsatz und das Coole ist, ich kann hier mit einem Imbusschlüssel ganz einfach eine Schraube lösen und dann kann man nämlich einen Magazinschachteinsatz rausnehmen, diesen Teil hier, und ich hätte dann wieder einen komplett vollständigen 223er Unterteil. Und wenn ich jetzt noch den Oberteil tausche, in dem Fall hier wäre der 9mm Oberteil, könnte ich einen Wechselupper in 223 auch verwenden. Wenn wir uns das jetzt hier anschauen, hätten wir zum Beispiel einen Sig Sauer 516 Upper Receiver und wenn ich den jetzt hier raufsetze, hätte ich dann das genau selbe System, aber im Kaliber 223. Also eine wirklich coole Sache, dass Oberlin Arms hier speziell keinen Designated 9mm Lower verwendet, sondern einen 223 Lower mit Einsatz. Dadurch habe ich natürlich viel mehr Flexibilität, ja, und belege mir nicht einen extra Platz. Wenn wir uns das jetzt von der technischen Seite anschauen, der 9mm Verschluss sieht so aus. Es ist an sich ein Masseverschluss ohne Verriegelungskopf vorne, wie bei einer 223er, wo ich hier noch extra Gewichte drin habe im Verschluss selber, nachdem der Verschluss eben nicht mit einem Drehkopf verriegelt, sondern rein über die eigene Masse wird er dann so zugedrückt. Was auch eine tolle Sache ist, man hat hier auch keine Gasentnahme, das heißt, es wird kein Gas vom Lauf abgezapft und nach hinten geleitet, das funktioniert rein über den Patronenrückstoß und von dem her ist es auch vom Reinigungsaufwand nicht so intensiv wie ein Gasdrucklader. Ja, zusammengesetzt ist er auch komplett gleich wie der 223er und zum Zusammenbauen genauso. Also ich habe wieder hier meine zwei Takedown-Pins, die ich dann zumachen kann und dann wäre es wieder voll funktionsfähig und den Magazinschacht-Einsatz, den man dann wieder hier über meine Schraube fixiert. Einmal festgedreht und dann wäre es dann so im Großen und Ganzen zusammengebaut. Wie das Ganze vom Schießen sich verhält, wird euch dann Stefan erzählen. Wir schalten jetzt gleich zum Schießstand und er zeigt euch, was das Ding alles kann. Gut, bevor ich zum Fazit komme, möchte ich mich noch ganz kurz an der Stelle bei Edelweiss Adventure bedanken, die uns hier die Videos drehen lassen auf dieser wirklich fabelhaften Indoor-Schießanlage. Schaut auf jeden Fall mal rein, edelweiss.world bzw. auf deren Social-Media-Kanälen.
haben hier wirklich südlich von Wien einzigartige Trainingsmöglichkeiten. Indoor-Schießanlage, Force-on-Force-Training, Szenarientraining, also auch für behördliche Teile absolut empfehlenswert. Wir kommen zum Waffenfazit. Ja, AR-15-Plattform in 9mm macht natürlich unheimlich viel Spaß. Geringer Rückstoß, man kann hohe Kadenzen schießen, macht wie gesagt absolut Spaß, ist eine gute Trainingsmöglichkeit mit 9mm Munition, hier an meinen AR-15 Skills zu arbeiten. Oberland hat hier dieses Oberland Arms Red Dot vom Hersteller Shield standardmäßig dabei. Grundsätzlich bin ich eigentlich kein Fan von so kleinen Red Dots mit so einem kleinen Einblick. Das hat mich aber ziemlich positiv überrascht. Man sieht sehr gut, das Blickfeld ist nicht wirklich eingeschränkt und man kann auch da wechseln zwischen einer Art EOTech absehen, sprich ein Kreis mit einem Dot oder nur Dot, je nachdem, was für Vorlieben man hat. Und ja, ansonsten sehr führig, kurz, leicht, rückstoßarm, absolut spannend, damit zu schießen, macht Spaß. Gut, somit sind wir schon am Ende. Nochmal danke an Edelweiss Adventure, danke an Austria Arms fürs zur Verfügung stellen der Waffe und natürlich auch an dich, Martin, dass du uns als Waffenprofessor wieder alle Details erklärt hast. Wir sehen uns wieder nächsten SBW-Mittwoch mit einem spannenden Video, oder Matthias? Macht's gut, liken, teilen, abonnieren, ihr kennt den Drill, bis nächste Woche.